Willkommen zurück zu Mario Kart Wii. Heute in der 100er Klasse. Weiter geht's. Und mit wem fahren wir noch heute? Heute fahren wir, komm, wir fahren mit... Ja, genau, mit Mario. Und dann fahren wir auch mit dem Wario-Bike. Genau, it's a win, it's a win, it's a win. Und dann fahren wir eben im Blumencup. Blumencup, Blümchen, Blümchen sind toll, Blümchen sind toll. Irgendwie streite ich mich gerade immer noch mit meiner Maus. Nach wie vor. Aber gut, die will noch nicht so ganz wirklich. Jetzt habe ich sie erstmal umgestöpselt zwischen den beiden Parts und mal schauen. Jetzt lädt sie gerade quasi komplett extern. Ist gar nicht der Sinn der Sache, aber jetzt muss ich das nochmal tun. So, Wario, upsala, wir dürfen dabei natürlich nicht solche Sachen machen. Und dann boosten wir uns auch mal einfach mal an allen hier vorbei. So, machen wir das zum Beispiel. Und haben wir auch mal einen Pilz separat. Sowas hier zum Beispiel. Und dann kann man auch hier die Abkürzung nochmal nehmen. Oh, dann sind wir hier auch schon gleich so gut wie aus dem Weg. Es sei denn, Peach macht Blödsinn. Upsala, upsala. Da wird man ja schön fett getroffen. Wäre natürlich so doof abkürzen wie ich. Ja, gut, das ist dann ja. Na ja, gut, gerade ein bisschen doof. Wunderbar, ciao, Yoshinski. Und wir haben jetzt hier den ersten Platz mit der Banane am Hintern. So. Und da ist auch schon der Kettenhund. Der will uns wohl hier gleich ärgern, wa? So. So. So und schmeißen wir nach hinten. Ich glaube, das war vielleicht nicht ganz so ganz schlau. Wobei. Naja, wer weiß. Wunderbar, tschüssi. Wieder ein bisschen boosten. So. Und nehmen wir hier den Pilz nicht mit. Schade. Dann nicht. Ups, das war ja auch ein echt schöner Wurf gerade. Hat er denn den gegessen oder was? Den Panzer? Hat er den gegessen, der Hund? Na okay, wenn das so ist. So, und dann nochmal dreifach Banane. Davon haben wir irgendwie in dieser Runde ganz schön viele bekommen. Naja, so. Alles klar, wunderbar. Den ersten Platz erreicht, weil es so schön ist, weil es so schön ist. 2 Minuten haben wir gebraucht, gerade mal. Interessant. Okay, nächstes Rennen. 3% hat die Maus schon. Ui. So, Kokospromenade. Weiter geht's. Ganz flott, wie auch in einer Runde. Nicht lange warten, ob die Runden laden. Sind ja geladen. Oh, wer hat mir das schon gegeben? Okay, ja, komm, das war ja ganz doof. Das war ja ganz doof. Aber gut. Ich habe alles gegeben. Ich habe alles gegeben. So ungefähr. Aber das Fahrzeug ist sehr weit driften. Das muss ich schon dazu sagen. Verzieh dich. Wario ist jetzt dran. Genau, Wario. Wahaha. So machen wir das. Einmal hier an allen vorbei. So, so. Und da haben wir irgendwelche Leute bestimmt in die Luft gejagt. Okay, und da haben wir das Auto getroffen. Und so kommen wir nochmal an allen vorbei hier. Gib Gas, gib Gummi. Wir geben alles. So. Jetzt sehe ich Mario. Wir fahren hier außen lang. So. Und so in etwa. So in etwa hat ja schon fast geklappt. Okay, okay. Aber das Fahrzeug reagiert trotzdem sehr direkt. Das finde ich sehr gut. Das Fahrzeug ist quasi wohl auf Wario genau zugeschnitten. Dass der wohl mit seinem Gewicht da gut klar zurechtkommt, ne?
mit seiner Wampe. Der dicke Wario, ne? So. Du fährst ja genau gerade drauf zu, wer auch immer du bist. Fremdes Mii. So. So. Und dann geht's ja auch auf die Statue, ne? Statue? Letzte Runde, wie auch immer. Ach, was rede ich denn hier für ein Krams? Aber gut. So, drei Bananen sind besser als eine. Es sei denn, es kommt Mr. Stachelsko. Okay, das war auch nichts. Aber so. Erster Platz war dann unser. So, einmal schnippelt. Und dann hier. Einmal nur noch ziehen. Nicht die Autos mitnehmen. Ja, die legen mir alle so. Alle so, wie ich sie brauche. Ja, damit muss ich mich wohl zufrieden geben mit dem zweiten Platz. Alles klar. So ist es halt. Da gibt es halt keine 3-Sterne-Wertung, die können wir uns dann sowas von abschminken. Aber das sind halt Pech gehabt, ne? Sowas von Pech, sowas von Pech. Aber richtig, bei 4%, ja. Okay, Donkey Kong Skischanze. Und ja, Donkey Kong sind wir in letzter Runde gefahren. So. So. Alles klar. Und dann sind wir hier auf dem ersten Platz wieder. Schön von der Seite, so wie sich das für Mario Kart Wii gehört. Wow. So gehört sich das natürlich nicht. Und so auch nicht. Wow, voll das Gemüse hier. An allen vorbei. An allem. Oh, aufpassen. So. Ciao, Cooper. Da wurdest du wohl gesniped. Oh, doofes Item. Das ist auch nicht so gut für uns. Na, weich mal aus. So, jetzt haben wir die zweite Runde. Und was kriegen wir? Mogelbox. Yeah. Genau, oh yeah. Macht der Wario, aber so, oh yeah, ist ja gar nicht. Das soll sich nicht so anstellen oder sich so überfreuen. Naja. So. 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 Und. Oh, das war super, super, super knapp. Und gerade so noch bekommen. So, dann fahren wir einfach nochmal hier geradeaus und machen so wie einmal die Wendung. Upsala. Alles klar. So, wieder ein bisschen beschleunigt. Dann hier einmal. Aber Banane. Und dann. Ja, funktioniert ja schon mal ganz gut, ne? Genau, überlegst dir ganz gut, was du da tust. Du bist ja ganz näher auf den Fersen. Und das Alter, das kann ich mir nicht vorspulen, aber gut. Wunderbar. Okay, die letzten Meter wieder abwärts. Oh, drei Bananen, drei Bananen. Kommt noch eine rote. Du hättest mir das auch gerne gezeigt, ne? Aber nö. Wir sind schon einmal Zweiter geworden. Okay, so. Letzten Meter wieder mal, so. Einfach mal. Tja, typisch. Aber alles klar. Reicht ja trotzdem noch. Aus. Wunderbar, wunderbar. Wir haben es geschafft. Es wird zwar keine vollen Punkte geben, aber ja, ne? Ja, nächstes Rennen.
Was war das letzte? Was war das letzte? Was war das letzte? Genau, Varius Goldmine. Das ist nämlich unsere Strecke. Sehr passend. Sehr gut. Also, auf geht's. So. Upsala, so macht man es natürlich nicht. Verzieh dich, Peach. Verzieh dich. Hätte ich eigentlich ein bisschen in die Akkord runterschmeißen müssen. Aber gut. Upsala. Jo, so wird man Mario Kart, ne? Einfach so peng, weggestern. Genau, hier war das alte Feld und da war da hinten, war das später. Das war ja so. Die Kurve, die war hier weniger extrem. So, das geht dann aber einmal an die Leute hier. Ob wir dann auch noch erwischt? Gut. Oder auch nicht. So. Ah, genau, Mario. So, zweite Runde für uns. Wir haben grünes Licht, also können wir auch fahren, ne? So. Knapp. Ja, Yoshi. Yoshi wird auch getroffen. So, gut. Ja, dann fahren wir halt einfach da hinten weiter, ne? Mal sehen, was kriegen wir denn Schönes? Im Zweifel mal erstmal gar nichts. Aber gut. Banane, die nehmen wir auch mit. Und Blitz nehmen wir auch noch mit. Also wenn schon, dann schon alles, ne? So, so machen wir das. Ah, wunderbar, dass der Stachel hinten eingeschlagen ist und wir einfach dran vorbeigezogen sind. Sehr passend. Das heißt, wir haben jetzt ein paar Meter Ruhe. Das ist sehr schön. Keiner kann uns wieder was haben. Und da fällt die Kurve immer sehr eng an dem Punkt. So, Fledermäuse. Pass auf, was ihr tut. So. Man bleibt auch weiter weg, das ist gut. So, und das heißt wirklich einfach gerne noch geradeaus in die Zielgerade, so ungefähr. Fahren wir nochmal den Weg hier. Und dann. Wunderbar, ins Ziel gekommen. So ist schön. Damit haben wir auch den Cup wieder wunderbar gemeistert. Ausgezeichnet. Wunderschön, naja, fast wunderbar, ne? Ich meine, wir haben ja nicht alle Punkte bekommen, aber sonst. Ja, es ist alles gut, ne? Alles ist gut, alles wird gut, es ist super. Okay, wieder den Goldpokal, wahrscheinlich Rang A oder sowas. Rang 1 Stern immerhin noch. Okay, sehr schön. Okay. Sterncup frei. Und das war's. Alles klar. Das heißt, das war's wirklich. Bis dahin und ciao.